Gemeinde an euch. Ich bin froh und stolz, dass ihr das Projekt, das von Anfang an als Schülerprojekt war, geplant war, im Laufe der Zeit wirklich zu eurer Sache gemacht habt. Es ist nicht immer leicht gewesen, mit wechselnden Gruppen zu arbeiten und es bedurfte immer wieder neu einer Einführung neuer Schüler in das Thema. So gab es zwischendurch Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, die Schüler dachten, naja gut, dann tun wir dir den Gefallen und machen mit, aber warum wir das machen, wissen wir eigentlich gar nicht. Dass ihr letzten Endes doch Feuer gefangen habt, ist nicht zuletzt dem Besuch der großen Ausstellung in Frankfurt zu verdanken, die ihr schon erlebt habt, und der Begegnung mit Zeitzeugen. Ich danke euch, den Schülern, ganz herzlich für euer Engagement und hoffe, dass die Arbeit euren Schulalltag etwas bereichert hat, und das ist euer Applaus. Eine andere Entwicklung hat mir zum Teil viele schlaflose Nächte bereitet. Das Ganze war geplant als eine bescheidene, kleine Ausstellung in der Pausenhalle unserer Schule. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich weit davon entfernt bin, Perfektionistin zu sein. Ich kann wunderbar in Frieden mit zweitbesten Lösungen leben. Irgendwann hat sich aber die Sache verselbstständigt und heute stehen wir hier im Museum in diesem tollen Raum und Sie werden gleich noch ausführlich die Gelegenheit haben, sich die Ausstellung anzuschauen. Und das, was Sie hier sehen, wirkt richtig professionell. Und ich denke, hier ist etwas sehr Gutes gelungen. Diese Entwicklung wäre ohne die Menschen vom Stadtmuseum nicht im Entferntesten möglich gewesen. Es bleibt dennoch ein Schulprojekt und ich habe bei der Arbeit gelernt, was Work in Process ist. Eine Arbeit, von der man nie sagen kann, dass es fertig ist. Es kamen uns immer noch neue Gedanken und Ideen. Uns sind Ergebnisse ins Auge gefallen, die man noch hätte besser machen können. Aber dafür bleibt uns noch genug Zeit und wir würden uns sehr freuen über Ihre Anregungen, Ihre Ideen und Ihre Rückmeldungen. Ich danke allen, die die Schüler schon genannt haben, noch einmal ganz herzlich, die uns auf die unterschiedlichsten Weisen unterstützt haben. Vor allem auch meine Familie möchte ich Danke sagen. Ich glaube, sie sind erleichtert, wenn die Arbeit zu einem gewissen Schluss kommt. Aber ich muss euch mal ganz zu Ende ist noch nicht. Ich lade Sie jetzt ein, sich die Ausstellung anzuschauen. Bitte fragen Sie mich und die Schüler, wenn Ihnen etwas auffällt oder wenn Sie fragen. Some students will go around and offer you little snacks. My colleague Mr. Wegner is going to make the evening perfect with his music. Thank you very much, Anselm. I wish you will have a nice evening meeting people you have not seen for a long time or meeting people you have not met before. Please enjoy the evening and the exhibition is open now. And please, we have a guest book at the entrance. It would be very nice if you wrote a little note into the guest book. Thank you very much and enjoy the evening. Thank you.